Hi, ich bin Lars und ich bin Arzt und auch ein bisschen Informatiker. Ich habe in Münster angefangen, Medizin zu studieren, habe dort parallel bereits im Labor geforscht und habe dann am Ende von meinem Medizinstudium am HPI, den Digital Health Master, angefangen, nachdem ich jetzt in der Klinik in Düsseldorf arbeite. Ich glaube, Informatik und Medizin kann man heute wirklich zusammendenken. Das sind Themenbereiche, die sich in ganz vielen alltäglichen Situationen, auch im medizinischen Beruf, einfach total überschneiden. Digitales Monitoring, digitale Therapeutika, dass ein Algorithmus das Gespräch einfach mitzeichnet und dann zusammenfasst und ich mich mehr auf den Patienten, die Patientin konzentrieren kann. Aktuell arbeite ich, das nennen wir Clinician Scientist. Früher hat man gesagt, es ist doch das Beste, wenn ein Arzt gleichzeitig in der Klinik ist, ein Problem erkennt und nachmittags ins Labor geht, an dem Problem forscht und das dann selber löst. In so einer ähnlichen Rolle bin ich auch, nur dass ich nicht ins Labor gehe, sondern, wenn man so will, am Computer. Also das HPI ist schon ein besonderer Ort, um zu studieren. Ich glaube, es gibt wenig Orte, wo man sagen kann, wir treffen uns einfach samstags hier auf dem eigenen Tennisplatz und sagt danach, okay, wir spielen auch noch ein Beachvolleyballturnier und grillen danach. Und das alles auf dem Gelände. Ich glaube, das sind wirklich Momente, die einen lang begleiten. Ich bin nach wie vor in Kontakt mit Personen hier am Digital Health Cluster, wo wir mittlerweile zusammen Forschung machen, wo wir ein Symposium hier veranstalten am Hasso-Plattner-Institut zum Thema digitale Medizin. Also die Verbindung ist auf jeden Fall noch da und ich bin mir sicher, dass die in Zukunft auch nicht weniger wird.